koch mal eine neue Ausgabe und hier seid ihr genau richtig für die Kulinarik der Region, ihr Lieben. Und ja, was soll ich sagen, es sieht wieder bunt aus in meiner Küche. Alleine kochen, wisst ihr schon, mache ich typischerweise ziemlich ungern und deswegen habe ich mir wieder einen tollen Gast eingeladen, nämlich den Alex. Hallo Alex. Hallo. Sehr grüß. Geht's dir gut? Hi. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Lust auf Kochen? Ja, sehr. Kurz nach 7 heute Morgen und wir machen lecker Mittagessen. Heißt also, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Genau. So oder so ähnlich. Also Kartoffeln vom Vortag noch, das ist richtig lecker. Die hast du im Kühlschrank gefunden und dann erste Frage, Lasagne Vortag oder vom gleichen Tag? Lasagne? Ja. Lieber vom Vortag, ja, auf oder? Jeden Fall. Mhm. Wobei wir die zu Hause meistens vegan essen. Das ist ja nicht schlimm, aber auch dann schmeckt sie wahrscheinlich vom Vortag besser. Ja. Das ist ja so eine Sache bei mir. Das hängt immer vom Käse dann halt ab, ne? Fleisch, ja, okay, gut. Ja, ja doch, der Käse ist schon ein wichtiger Der ist, glaube ich, so Zutat, vegan regeneriert manchmal. Nicht mehr so geil. Nicht ganz so. Okay, alles gleich. Was hast du uns Schönes mitgebracht, mein Lieber? Ich habe mitgebracht Gnocchi, selbst gemacht. Viele kennen die ja irgendwie aus der Tüte. Gnocchi, und ich finde es immer richtig geil. Genau, das ist ja keine Gnocchi. Ahnung. Vielleicht klären wir das noch heute Abend. Schauen wir mal. Und ich habe gedacht, dazu machen wir ein bisschen was lecker Pesto. Ach cool. Und deswegen sind hier so ein bisschen Pinienkerne und so weiter. Und weil ich ja doch immer noch der bin, der gerne noch über den Tellerrand hinausguckt, ja, habe ich gedacht, schwitzt man dahin noch kurz in der Pfanne ein bisschen Tomätchen an, ein bisschen was Champignon. Mm. Und die Pesto, klassisch natürlich zunächst einmal Pinienkerne, Rucola und so weiter. Und dann habe ich auch gedacht, Bärlauch, es ist die Bärlauchzeit. Ja. Fairerweise muss man sagen, habe ich leider keinen frischen. Schon alles vergriffen. Ich habe jetzt schon richtig Hunger. Es ist alles weg, es riecht ja auch schon ganz klassisch. Mm. Ne? Aber es ist alles vergriffen, deswegen musste ich leider auf tiefgekühlten Bärlauch zurückgreifen. Bist du mir jetzt sehr böse? Nein, okay. Nein, natürlich nicht. Bisschen gedauert. Tatsächlich muss ich sagen, nachher in der Pesto, glaube ich, fällt das nicht mehr so sehr auf. Ja. Und als Füller nehmen wir ja so ein bisschen auch den Rucola dazu. Sehr schön. Mein lieber Alex, bei mir vorweg gibt es immer so 5 Fragen, die ich meinen Gästen gerne stelle, die sie relativ zügig beantworten sollten und auch müssen. Nicht. Okay, mal gucken. Fühlst du dich dem bereit? Ja, es ist ja noch recht früh am Tag. Wir machen nur noch 4, weil die Lasagne-Geschichte hast du ja schon abgehakt, ja, eigentlich. Okay, gut. Sommer oder Winter? Ja, ich liebe beides. Okay, das muss schneller gehen tatsächlich. Beides. Wir sollten vielleicht so eine Stoppuhr vielleicht mal irgendwo einbauen, damit die Gäste. Beides lassen wir mal in diesem Falle gelten. Sekt oder Selters? Sekt. Ehrlich? Mhm. Guck mal, nichts mit Selters. Klar, Gastronomie, was willst du da sagen? Okay. Kennst das doch. Sekt oder Selters, okay. Vollmilch oder Zartbitterschokolade? Zartbitter. Und dein absoluter Lieblingsnaturrohstoff? Naturrohstoff? Mhm. Fleisch. Kann man das so sagen? Ist das ein Naturrohstoff? Ja, gut, okay. Ich hätte jetzt eher so an was zum Anfassen gedacht. Sowas wie Kunststoff oder Holz oder ein Stein oder irgendwie sowas, wo du sagst, Schiefer, ich liebe Schiefer. Vielleicht sollte ich die Frage nochmal umformulieren. Holz tatsächlich, ja? Geht mir genauso. Verrückt. Danke, mein Lieber. Gerne. Mit der Lasagne waren das jetzt 5. Also. Behaupte ich mal. So ein schönes gebürstetes Stahl, aber das gebürsteter Stahl, aber der ist ja kein Naturrohstoff. Aber auch, ne? Und so ein Erz, schönes, so ein schönes Erz. So ein schönes Erz. Und Salz ist auch richtig gut. Ein sehr so ein schönes gebürstetes Naturfleisch. Fleisch sind da einfach. Nun ja, egal. Mein Lieber, wir machen es uns heute ein bisschen einfach, denn ja, du hast die Kartoffeln mitgebracht. Tatsächlich, die sind bei dir aus deinem Garten, aus deinem Balkongarten genau, sind die. Ja. Ne? Und wir haben so ein Kübelbeet. Da hast du die gezüchtet und tatsächlich hast du die schon vorgekocht. Und das hast du wie gemacht? Ich habe es im Dampfgarer gemacht. Hammer. Und weil sie ein bisschen größer sind, ne? Wie ist das mit den dicken Kartoffeln? Genau. Der beste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. So war haben das. Habe ich die noch mal 10 Minuten länger garen lassen. Ich hoffe, okay, sie sind nicht zu weich, aber du hast ja Weizengrieß und Mehl. Genau, brauchen wir ein bisschen zur und, Bindung, ne? Für mich ist es halt was, wir haben 4 Kinder. Und es bleiben wie immer viel? Mal wieder, haben wir. Wie viel? Genau, also 4? Wunderbar. 4 Kinder. Junge, ja, okay. Und es bleiben immer mal wieder Kartoffeln über. Aha. Und normal sind halt Bratkartoffeln geil, aber Gnocchi oder Gnocchi? Gnocchi. Gnocchi, Gnocchi? Ja, keine Ahnung. Voll Gnocchi auf jeden Gnocchi. Fall. Ich okay. bin Team Gnocchi. Gut, okay, wir bleiben bei Gnocchi. Ich bin Team Gnocchi. Gnocchi sind dann eine geile Option, die weiter zu verarbeiten. Okay. Wenn man ein bisschen Zeit hat.
ein bisschen Zeit hat und... sind sie zu weich? Dann dürfen sie aber auch gerne noch 2 Tage stehen. Nee, sind sie nicht, weil sie müssen ja gleich durch die Kartoffelpresse durch. Okay. Im Übrigen für zu Hause kochen wir sie ganz natürlich klassisch einfach im Salzwasser, wobei hier gerne mit der Schale als per Kartoffel. Das stimmt, Salz habe ich jetzt nicht dran. Das ist nicht so schlimm beim Dampfgarer, wir machen das gleich, wir können es hier nachwürzen. Mhm. Im Anschluss im Prinzip Wasser einmal abgießen und danach nochmal die Kartoffel mit Topf aufstellen, allerdings ohne Deckel. Der klassische Abdämpfprozess findet statt. Bedeutet also, die Restfeuchtigkeit aus der Kartoffel geht verloren. Das geht im Prinzip in Form von Dampf aus dem Topf. Mhm. Und damit können wir sie fantastisch weiterverarbeiten und haben halt keine Restfeuchtigkeit mehr, die wir mit mehr Mehl oder mit mehr Grieß quasi kompensieren müssten. Mhm. Okay. Wir haben ja nachher noch zur Bindung das Ei mit quasi bei. Ne? Und dann haben wir halt den Grieß und das Mehl. Und das wiederum bedeutet also, hier macht es auch manchmal auch Sinn, tatsächlich, wie ich sage jetzt mal, mit einem M- oder mit einem L-Ei zu arbeiten und nicht mit einem XL-Ei. Manchmal hat man ja gerade, wenn man in Eigenproduktionen arbeitet. Und dann braucht man schon Umständen halt mehr Grieß oder mehr Mehl. Und deswegen wäre das halt, muss man das kompensieren. Du meinst wegen Verhältnis Eiweiß-Eigelb? Nee, wegen Verhältnis mehr Feuchtigkeit. Ne? Wenn du mehr Ei hast, hast du auch mehr Feuchtigkeit. Und dann passt das Rezept unter Umständen halt nicht mehr. Ne? Ja. Und deswegen muss man halt dann mit mehr Mehl oder mit mehr Grieß arbeiten. Das wird dann die Sache halt dann, macht die Sache dann halt relativ schwierig. Nichtsdestotrotz, die sind soweit schon fertig und deswegen dürfen wir sie quasi gleich einmal durch die Kartoffelpresse geben. Machst du es mit Schale? Und genau da ist nämlich der Clou hinter. Da gibt es nämlich einen geilen Trick. Okay. Aber den kennst du offensichtlich schon. Nee. Ich kenne ihn nicht. Ich hatte nämlich gerade gedacht, wie machen wir es? Ja, Kartoffelpresse. Ja. Gibt es inzwischen auch in verschiedenen Variationen, Farben und Formen und so weiter. Man kann hier drinnen übrigens auch. Ich finde die aber von der Farbe ganz schön. Spätzle machen. Schön, dass das war mir auch wichtig, dass sie dir gefällt. Und jetzt können wir im Prinzip die Kartoffel hier reingeben. Und jetzt können wir die mit Schale hier durchpressen. Und im Resultat haben wir im Prinzip hier unten tatsächlich die komplette Kartoffel, allerdings ohne Schale, die befindet sich jetzt tatsächlich hier oben drin. Und zwar ungefähr genauso sparsam abgenommen, als wenn wir quasi jetzt tatsächlich die Kartoffel vorweg geschält hätten. Krass. Ja, und eine Zeitersparnis, und wo du gerade sagtest, so mit 4 Kindern zu Hause. Und ich sag mal so, da kann jetzt der Standpürierer vom Staubsaugerhersteller mal überhaupt nichts machen. Weißt du? Weil das Argument ist ja dann häufig, ja, dann nehme ich mal ein Thermomix, man darf es ruhig sagen. Ja. Es gibt noch andere. Bosch zum Beispiel hat eine tolle Geschichte, der Cookit und dann gibt es noch. Was gibt's denn noch? Darf ich jetzt auch mal? Nee, du sollst jetzt sogar. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Du kümmerst dich jetzt hier drum. Ich putze mir noch mal kurz die Händchen ab. Und dann kümmere ich mich mal auch in der Zwischenzeit schon mal um die. Machst du aber bitte. Boah, es ist schon. Ja, also du musst schon ein bisschen Kraft aufwenden. Das sah bei mir so einfach aus, ne? Ja. Ich verstecke das ja auch. Vielleicht hast du jetzt auch einen erwischt, den nicht ganz so. Ich habe ein bisschen Angst. Aber der Prozess ist schon schön. Der Prozess ist schön, oder? Das ist ein bisschen wie ein Aquarium gucken, wenn man müde wird. Es kann vereinzelt sein, warte, ich gebe dir kurz ein Messer. Es kann vereinzelt sein, dass ein bisschen Schale mit reinkommt, aber das kleine bisschen, da fällt bei den Nokis nachher gar nicht auf. Ja. Das ist schön. Aber. Sehr schön. Mein lieber Alex, was machst du so den ganzen Tag? Also natürlich klar, morgens erstmal die ganzen Kleinen aufwecken. Tatsächlich nicht. Bei 4 Kindern. Da habe ich auch ein richtig schlechtes Gewissen, aber wieso? Das macht meistens meine Frau. Ich dachte, die wohnen bei dir gar nicht mehr. Nee. Du hast das geschickt gemacht, du hast zwar 4 Kinder, aber die wohnen bei dir gar nicht. Nein, das ist sehr, sehr viel Freude mit ihnen. Den Tag zu verbringen. Aber auch unglaublich viel Arbeit, oder? 4 Kinder, ich meine, ich habe einen Labrador. Ab dem dritten läuft es von selbst. was für ein Altersunterschied empfiehlst du den Zuschauern zwischen den einzelnen Kindern, für die, die sich vielleicht welche anschaffen wollen? Ja, also das hängt ja so ein bisschen mit der eigenen Prägung zusammen. Der Infokochsendung. Wir haben 2 Jahre Abstand. Das ist weniger als 2 Jahre bedeutet, dass die Kinder manchmal noch eine krassere Beziehung zueinander haben. Ah, daran habe ich noch gar nicht aber, gedacht. Aber, oh, hier kommt schon Schale durch. Das ist nicht so schlimm, ich esse eh nicht mit. ich fürchte, ich muss mit essen. Also die haben noch eine krassere Beziehung zueinander, aber gerade am Anfang, wenn du ein Kind kriegst, und das große Kind kann noch nicht laufen, das habe ich gerade gestern wieder mit jemandem drüber gesprochen. Ja. Alter Verwalter, wenn du dann, meine Cousine war nämlich gestern da und eine Freundin von uns, die hat in Hamburg im 4. Stock gewohnt. Und wenn du dann beide Kinder hochschleppen musst, dann hast du auch was getan am Ende. Da hast du, das ist nochmal was ganz anderes, als hier Kartoffeln durch die Kartoffelpresse jagen. Ja, das glaube ich natürlich tatsächlich. Aber entweder Wohnsituation verändern. Ja, es geht halt in manchen Städten. In manchen Städten ist das schwierig. Und aktuell bei der Wohnungssituation. Du hast ja Hamburg noch dazu gesagt, also ist das tatsächlich ein faires Pflaster. Aber hier in der Region ist, glaube ich, mit der Wohnsituation auch. Auch nicht so einfach mehr. Auch nicht so einfach. Also, es hängt davon ab, in welcher. Oh. Zumindest dann. Kleine Drehpause. Ja, nee, ist gut. Zumindest dann, wenn du möchtest, dass jeder auch so ein Stück weit Platz für sich hat. Ne? Also, mit 4 Kindern brauchst du auch ein bisschen Platz. Wie viele Quadratmeter habt ihr in eurem Anwesen? Wir haben
So 150. Was ist beim Finanzamt angegeben und was habe ich wirklich? Okay. 150 Quadratmeter. Ja gut, aber das ist ja schon ordentlich. Ja, aber zu sechs ist auch. Aber stimmt. Also insofern. Zu sechs ist das ja gut. Okay, aber wenn man sich gut kennt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und der Abstand. Also, wir haben 2 Jahre Abstand bei den ersten 3. Ja. Dann haben wir ein kleines Projekt gestartet in der Stadt. Und dann kam noch mal Projekt gestartet, so nennt sich das heute. Das Café. Ach so, dann, okay, ich wollte gerade sagen. Und dann kam quasi noch ein kleines Geschenk zu uns, der Jano. Liebes Kind Nummer 4, du warst ein Projekt. Genau. Nee, das so habe ich das jetzt verstanden. Alles gut. Nein, mit dem Projekt habe ich was anderes gemeint. Ja, aber das könnte man, ne? Also aus verschiedenen Perspektiven. Aber Kinder sind in einer gewissen Weise sind auch, sie ein Projekt, auch ein Projekt, oder? Und vor allen Dingen kostenintensiv. Wobei das Spannende ist, beim Projekt hast du ja das Gefühl, oder ein Projekt ist ja so, dass du irgendwann, also ein Projekt zeichnet sich ja aus, dadurch, dass du das Gefühl hast, das hat irgendwie ein absehbares Ende. Ja. Und das Spannende ist... Mit 18 Jahren ist das absehbare Ende. Ja, nee, ja. Das Spannende ist, bei Kindern, das endet ja dann einfach nicht mehr. Ja, okay. Und was halt auch echt abgefahren ist, sobald die Kinder da sind, hat man das Gefühl, sie waren schon immer da. Was ja gut ist. Ja. Oder? Also ich meine, die Herausforderungen, klar, Wohnsituation etc. pp., aber im Großen und Ganzen wird man doch auch als Elternteil, so geht es mir mit meinem Labrador ja auch, ich werde auch ständig belohnt, wenn er abends nach Hause kommt, währenddessen ich nachts um 1 zu Hause taumel und da sich keiner mehr bewegt zu Hause. Mhm. Das ist der Labrador zumindest der immer noch mal kurz zur Tür kommt. Vielleicht auch nicht zuletzt deswegen, weil ich häufig noch was Leckeres mitbringe. Ja, das wenn wir so einen Kochkurs haben, wir haben so Putenbrustabschnitte, dann geht das natürlich der Labi. Mhm. Und Gourmet-Dor sage ich inzwischen ja sehr, sehr gerne. Und dann... ja, freut er sich immer sehr. Und es ist auch nicht unüblich, dass wenn er abends kommt, ist natürlich auch nicht der richtige Weg, aber belohnen Kinder ist ja auch immer so eine Sache. Gummibärchen, Schokolade, Vollmilch, ne? Nee, zartbitter. Also bei den Kindern, also es ist tatsächlich so, dass wir recht gegenläufige Tageszeiten haben unter der Woche. Also ich glaube, meine Große, die Mara, die stellt sich kurz vor 6 den Wecker. Oh, okay. Und wenn ich manchmal erst nach 12 zu Hause bin, ist es überhaupt nicht meine Zeit. Mhm. Und ich bin auch eher ein Nachtmensch. Ja, also das ist auch, ja. Der Klassiker. Deswegen, ich muss mal gleich meine Hände waschen. Ich habe hier alles voll. Ist ein Ausschlag? Ablecken. Einfach ablecken. Wenn du das nicht machst, mache ich das uns gern für dich. Wir müssen auch ein bisschen mal die Rohstoffe hier auf der Erde, müssen wir mal so ein bisschen. Ja, Arbeitsalltag und Kinder und Frau und was man nicht so alles noch unter einen Hut bringen muss. Aber du sagst, dir gelingt das, mal oder? Ganz kurz hier möchtest bei dir. Du mal ein Handtuch? Wir haben bloß ein Handtuch hier, oder? Warte mal, ja, besorgen wir mal ein Handtuch. Aber, so. Kann jetzt auch wieder keiner sehen, was du da im Detail machst. Junge, Junge, Junge. Aber das gelingt dir, sagst du, das alles unter einen Hut zu kriegen? Nee. Also ich glaube, die Lebenssituation so... Ach, danke dir. Ja, gerne. War aber auch ganz schön eben. Ja. Die Lebenssituation gerade... Was mache ich mit dem Handtuch? Das kannst du dir irgendwie so... Guck mal, ich habe das hier richtig cool. Habe ich das ja, hier vorne dran? Ach, da hängst du es dran. Ich hänge das... Pass auf, ganz coole Nummer. Ich hänge das quasi hier so einmal, schleife ich das durch dieses... Okay. Dadurch und dann unterstütze ich das nochmal, indem ich das nochmal unter den Gürtel klemme. Du hast auch einen Gürtel an. Ja. Das ist Pflicht bei unseren Gästen. Du musst das zur anderen Seite machen. Ganz kurz. Oh, warte, du musst das hier, ich mach das mal bei dir, komm, du musst von der Seite rein, so, das sieht bei mir auch alles ein bisschen anders aus, finde ich. Und dann musst du doch von der Seite rein, warte, ich guck nochmal von der Seite rein und dann hier so, oh, der sitzt aber eigentlich der Gürtel, meine Güte, so, und jetzt bist du fachlich korrekt angekleidet. Ja, schon was gelernt, insbesondere für den eigenen gastronomischen Betrieb unter Umständen. eigener gastronomischer Betrieb bedeutet, du betreibst einen Kaffee, oder? Ja. Bei uns in der Region, das ist das Projekt gewesen. Genau, also jetzt kommt das Grieß rein, wie viel Grieß passt der Grieß rein? Kommt dazu. Ja, wir gucken uns gleich. Der Grieß. Ich würde sagen, der Grieß. Wir gucken gleich mal, wie die Haptik sich anfühlt. Guck mal, da vorne ist Salz und Pfeffer. Machst du da mal ein bisschen was ran? Also Salz zumindest. Wir haben sie nicht gesalzen. Ich finde auch, bei Salzkartoffeln kann man gar nicht genügend Salz ins Wasser machen. Eigentlich nicht, nee, das stimmt wohl. Also zumindest kennst du diese Kumpelkartoffeln? So endlich zumindest. Was für Kartoffeln? So, Kumpelkartoffeln, jetzt weiß ich nicht genau. Kumpelkartoffeln? Mach noch mal ein bisschen. So ein bisschen wie die katalanischen oder wie, die in so einer Salzkruste dann, oder was? Genau. Ja. Mhm. Oh, so unfassbar lecker. Kann man zumindest, ja. Mhm.
gastronomischer Betrieb, Kaffee Bruns. Also, wir haben, genau, das ist ein Projekt, mit dem wir unterwegs sind. Mhm. Wer ist denn erstmal wir? Ich habe das Gefühl, wir waren gerade noch beim ganz anderen Thema. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Thema das vorher war. Zartbitterschokolade. Stimmt. Kinder vielleicht. Genau. Von einem Projekt zum anderen. Da wollte ich noch zu sagen, also ich glaube, das Mitbringen zu den Kindern ist gar nicht für mich das Entscheidende, sondern was uns einfach richtig gut tut, ist, Zeit zusammen zu verbringen. Ah, der Klassiker. Ja. Ja, ist so. Ja. Und mein Problem ist oft, dass ich dann irgendwie meistens, Alter, bist du schnell, hast du schon die ganzen Pilze geschnitten? Ja, natürlich. Dass ich dann irgendwie meistens noch gedanklich in ganz anderen Sphären bin. Mhm. Und diese Mischung aus, ich bin jetzt körperlich da und ich bin auch gedanklich da. Und wenn wir Lego bauen oder, keine Ahnung, Minecraft hatten wir vorhin, wobei das auch echt gefährlich ist, zusammenzocken, dass ich dann quasi nicht irgendwie gedanklich noch bei der Arbeit bin und überlege, ja, wie kann man dies oder das sozusagen erledigen? Was muss ich für morgen noch vorbereiten? Ne? Genau. Kannst du das gut? Kannst du gut switchen oder brauchst du so ein bisschen? Ich dachte mal, ich kann das gut, aber letztes Jahr im Sommerurlaub habe ich gemerkt, eigentlich hätte ich mal ein paar Tage vorher in Urlaub fahren sollen, alleine. Aha. Oh, um dann sozusagen für die Familie irgendwie würdest du das zu Hause der entspannte Alex zu sein. Würdest ich glaube, nach den Erfahrungen, die wir als Familie letztes Jahr gemacht haben, ja. Okay. Also im Sinne von, dass der Papa mal 4 Tage vorher tatsächlich wegfährt und Gedanken sammelt. Also für mich ist es so, wenn ich vorm Urlaub loslaufe oder wenn ich vorm Urlaub bin, denke ich immer, jetzt muss ich das noch alles erledigen. Kenn ich, ja. Weil ich es mir selbst irgendwie gefühlt nicht gönne, beziehungsweise, also das ist das eine. Beziehungsweise ich erlebe mich auch als unheimlich effektiv, wenn ich so eine Frist habe und denke, bis dahin machst du noch das. Mhm. Okay. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Falle letztes Jahr. Dann irgendwie nochmal schnell das alles abzuarbeiten. Und da glaube ich, der Käse. Erzähl weiter. Da glaube ich, dass es tatsächlich, also wir hatten ein ganz, ganz schönes Haus in Frankreich mit Freunden zusammen. Und Ich war vollkommen angespannt. Die Geschichten enden häufig und mit, das sind jetzt keine Freunde mehr. Ja, doch, wir sind noch. Tatsächlich haben wir uns hinterher getroffen und haben gesagt, wie schön, dass wir noch trotzdem noch Freunde sind. Einmal über die grobe Seite bitte rubbeln. Ja. Okay, aber das ist so. Aber dann ist es wirklich eine gute Freundschaft. Ja. Zumindest wenn man sagt, okay, gut, man fährt tatsächlich auch mal im jugendlichen Leichtsinn zusammen in Urlaub. Und tatsächlich, also genau, was du vorhin fragtest, also ich glaube, die Lebensphase, in der, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber die Lebensphase, in der ich gerade bin, ist die, wo ich das Gefühl habe, ich werde weder den Kindern, noch meiner Frau, noch meinen Freunden, noch mir selbst, noch meiner Arbeit. Noch dem Geschäft. Keine Ahnung. Also ich werde nichts Situation. Gerecht, weil einfach der Tag zu wenig Stunden hat. Ja. Oder man sich auch zu viel Arbeit reinpackt. Manchmal das ist auch so. Man sich manchmal auch ein Stück weit übernimmt. Dann ist die Frage, genau. Bis wieder ein Brief vom Finanzamt kommt und man dann wieder oder einem dann wieder klar gemacht wird, warum man das eigentlich nochmal genau macht. Den Steuerberater. Genau, für den Steuerberater, fürs Finanzamt und dass man da tatsächlich machst du das auch so ein hier bisschen, mit? Nee, das kriegt der Hund bei mir. Ah, okay. Ja, das heißt, Hund. Ab wann? Nur ein bisschen kannst du noch, aber der... ich wollte ihm jetzt nichts wegnehmen. Nee, das ist schon richtig. Deswegen hast du ja nett gefragt. Aber den Rest kannst du dann auch noch machen, bitte. Ist ja alles bezahlt hier vom Fernsehen, deswegen. Das nutzen wir schon auf und den Rest. Ich bin morgen zu einer Party eingeladen, dann nehme ich das einfach mit. Irgendeine Verwendung hat so ein Parmesan immer irgendwo. So, ganz kurz mal hier. Unser Teig, du siehst, der ist noch relativ feucht. Deswegen vom HR1, ne? Jeden Fall noch mal Grieß dazu. Was ist denn HR1? Noch nie gehört. Ich gebe noch mal den Grieß dazu. Gehört, da wird es auch noch zu sehen. Und gebe jetzt hier noch mal... Na, mal gucken. Wieso nochmal Grieß? Wenn Gelder. Also ich habe es tatsächlich abgewogen auf die Menge der... Aber du spürst es jetzt, ne? Wahrscheinlich habe ich die Kartoffeln zu lange... Nee, alles gut, pass auf. Ich habe die Menge der Kartoffeln, Das waren 800 Gramm Kartoffeln, und auf diese 800 Gramm Kartoffeln kommt tatsächlich, also laut deinem Rezept, 135 Gramm Grieß und 135 Gramm... Darf ich mal was zum Rezept Mehl. Sagen? Nein, darfst du jetzt nicht. So, und das habe ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig gemacht, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht nicht brauchen. Bedeutet also, ich habe erstmal nur jetzt sieht die Hälfte dazu aus. Gegeben. Ja, aber er ist immer noch ein bisschen... Na, wobei, hier geht's tatsächlich. Naja, wir lassen ihn mal einen Moment weißt ziehen. Weißt du was? Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich schon mal bei dir bin,
mache ich mal ein Rezept, auf das ich schon immer Bock hatte, aber was ich noch nicht selber getestet habe. Ah, das hören wir häufig hier bei uns. Das ist das Problem. Die Idee ist ja eigentlich, dass der Gast kommt und sein Lieblingsrezept mitbringt und das natürlich. Ich mag auch super gerne Gnocchi. Und das natürlich, aber die Leute machen. Und eine Freundin von mir macht die immer selber. Was sie selber noch nie gemacht haben. Und dann stehen wir immer hier und sagen, ach so, ja, das ist ein geiles Rezept. So macht man das. Ja, genau. Schön, jetzt haben wir endlich mal einen Koch dabei. Schmeckt das eigentlich? Ja. Besser als es aussieht. Also ich werde auf jeden Fall ganz schön veräppelt hier von meinen Gästen. Ja, also bei mir hängt es damit zusammen, dass ich diese Rezepte, also ich kenne das ja und eine Freundin von mir macht das immer. Ja. Ich habe es aber noch nie selber gemacht, aber ich finde es unglaublich lecker, frische Gnocchi. Ja. Weil, also ich weiß nicht, als Student habe ich halt ganz oft die Dinger von Aldi oder Lidl. Aha, die Fertigprodukte. Die Fertigprodukte sozusagen. Und es ist halt was anderes. Definitiv. Also, und es ist so ein typisches Ding. Auch Nudeln selber machen, finde ich, sind halt super gefährlich. Ja, super gefährlich, wie viele Leute da schon ins Leben gekommen sind, die Nudeln versucht haben selber zu machen. Wahnsinnsding, ja, ich weiß genau, was du meinst. Naja, so pass auf. Ei hast du reingemacht. Genau, also ich habe bis jetzt erst ein Ei reingemacht, habe aber schon die komplette Menge an Dings dazu gegeben. Jetzt hängt es ein Stück weit davon ab, ja genau, an Grieß und an Mehl, ob das hier vorwiegend festkochende Kartoffelchen waren und so weiter. Aber pass auf, wir machen Folgendes. Und zwar habe ich mir nämlich hier schon Löffelchen hingelegt, genau. Und jetzt du meinst einfach mal eine Probe ins Wasser schmeißen? Wir bedienen uns jetzt hier mal so ein bisschen an Trick 17, genau. Pass auf, und so machen wir Folgendes. Ich habe ja das Nudelwasser ist schon warm. Ja. Im Übrigen habe ich in der Zwischenzeit schon die Pinienkerne fertig gemacht. Mmh, die sehen schon mal richtig gut aus. Und jetzt werden wir uns einfach mal so ein bisschen hier mal so Gnocchi fertig basteln. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen so ein bisschen warmes Wasser. Ja. Und jetzt werden wir uns hier mal so einfach mal so Gnocchi vorbereiten. Also ich glaube, wir machen hieraus jetzt so 500, 600 Stück. Ach, du machst die Löffel vorher heiß? Naja, zumindest 500, ist das gut. 500, 600 Stück, ja? Löffel machst du vorher heiß, also 500, 600 Stück. Naja, zumindest glaube ich, bilde ich mir ein, dass wir einen Vorteil haben. Guck mal, wenn wir die so ein bisschen vorbereiten. Das wird heute die längste Kochshow. Wir werden jetzt hier ungeahnt 8 Stunden Gnocchi machen. Wobei der Weltrekord liegt bei knapp 88 Stunden. Das also kriegen wir hin. Ich habe ja noch mehr Kartoffeln dabei. So, guck mal, aber die sieht doch schon ganz süß aus hier, oder nicht? Was sagst du denn? Die sieht unfassbar gut aus. Jetzt machen wir hast du das irgendwie, du hast das schon ein paar Mal gemacht? Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ja, natürlich. Und du? Ja, ich auch, natürlich. Du hast schon ein paar Mal dabei zugesehen, wie man das macht, glaube ich. So, jetzt pass mal auf, jetzt gucken wir mal so ein bisschen, ob wir hier... Aber Marcel, das hat noch keiner so schön gemacht wie du. Doch, natürlich. Guck mal, jetzt kriegen wir so ein bisschen, sogar so ein bisschen in diese Spirale hier rein. Absolut nicht. So, und jetzt finde ich, sieht das schon ganz süß aus. Guck mal. Ja, sehr, sehr cool. Du machst das jetzt hier erstmal? Ich mache jetzt hier die 800 Gnocchi. Und ich kümmere mich einfach um die Pesto. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Gabel hinkriege, weil ich bin nicht so der Feinmotoriker. Dann machst du das mit dem Löffel und ich mache das mit der Gabel. Aber ich würde dir nochmal irgendwie... Ein anderes Brett? Ja, nee, ich glaube, ich würde dir... Oder den Käse. Den Löffel würde ich dir, glaube ich, geben. Den Teller. Wobei, wir packen den Käse... Ach, wie machen wir es denn jetzt? Nee, pass auf, den Käse packen wir in eine Schale rein. Davon haben wir noch ein paar. Ja. Und dann hast du das Brett frei. Dann gibt es nämlich für die Zuschauer zu Hause ein besseres Kontrastbild mit den Gnocchis hier auf dem Brettchen. Und wenn das Brett voll ist, dann machen wir Feierabend. Können sich die Zuschauer hier auch mal bewerben? Also theoretisch hätte ich da erstmal grundsätzlich nichts gegen. Mach die vorher heiß. Ach, vielleicht ein kleiner Tipp vom Koch, vorher die Löffel so ein bisschen warm und heiß zu machen. Meinst du denn, ich habe es ja gesehen, als du es gemacht hast und trotzdem gleich wieder vergessen. Meinst du denn, du hättest als Zuschauer Lust, hier bei mir mitzukochen, mit mir zu kochen? Weißt du, es gäbe Leute? Warum brauchst du jetzt so lange für die Antwort? Ich dachte, weil ich gerade hier Kartoffel am Löffel kleben hatte. Ja, aber das hatte. Ist überhaupt nicht schlimm. Und da war ich quasi gerade gedanklich mit befasst, mit dieser, während deine gute Frage kam. Junge, ich glaube... Genau, also ich glaube, es ist ja diese Spannung von, wie oft, so? Ja, so, das sieht gut aus. So, dass es ungefähr so halbwegs rund wird. Also richtig, mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob Leute wirklich mal ein Rezept mitbringen, was sie schon mal gekocht was haben. Was sie schon mal gekocht haben. Aber ich habe die Hoffnung inzwischen ein bisschen aufgegeben. Und ich glaube, dass das richtig interessant wäre. Besprechen wir mal, vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit. Das wäre doch mal ein radikales Format, ne? Gäste bringen ihr Rezept mit. Vor allen Dingen, was sie schon mal gekocht haben. Du weißt ja vorher nicht, was du kriegst. Das ist ja auch so, weißt du? Also die Leute sind ja alle sehr unterschiedlich und aber ja, also ich wäre also grundsätzlich. Wenn jemand hast, der macht. Ich werde das mal mit der Redaktion besprechen. Ich rede ja für zwei. Ist überhaupt nicht schlimm, so wie du. Wir reden ja beide für zwei. Das wäre überhaupt gar nicht wild.
Das Schöne ist auch, gefühlt reden wir und hören gleichzeitig zu, ne? Und wir kommen überhaupt nicht weiter. Das ist ja das nächste Problem. Ich will ja eigentlich so viel mehr wissen über deinen Kaffee. Ich guck auf die Uhr. Ach so, und Kaffee. Fest. Ja, und stell gleich fest. Also ganz ja, kurz. Ich trinke sehr gerne Kaffee. Kaffee Bruns. Wir sind ein Verein. Aha. Und jetzt kommt der ganze Sache doch schon näher. Ja. Ich bin Pastor. Aha, das und wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Guck mal an. Vielleicht wusste ich es bis jetzt auch noch nicht. Glaubst du, es wäre cool, also ganz kurz. Glaubst du, das ist eine gute Frage in den Zusammenhang. Was für ein Verein gehörst du an? Ich bin evangelischer Pastor in einer evangelisch-freikirchlich, ach ja. Vielleicht sollten wir dem mal eine Straße aufbauen hier. Ja, Produktionsstraße. Ja, eine Produktionsstraße, aber dann wäre das hier so rum richtig. Eins. Da rein und dann da drauf. So, ja. Also ich habe in Hamburg evangelische Theologie studiert und bin dann hier angefragt worden von einer Gemeinde, in der ich auch aufgewachsen bin, wo ich aber gedacht habe, es geht nie wieder hierhin zurück. Ich dachte, es geht irgendwo nach Afrika oder ich wollte schon Spanisch lernen, weil ich gedacht habe, es geht irgendwo ins Ausland. Hättest du dir das gewünscht? Da war von Frauen und Kindern aber noch nicht die Rede, oder? Doch, kurz bevor meine Frau und ich zusammengekommen sind, siehst du, ich habe es geschafft. Inzwischen klappt es gut, ja. Habe ich ihr gesagt, du, ich werde Pastor, ich werde nicht viel Geld verdienen. Das ist ja süß. Ich habe ADS. Okay. Das müssen die Zuschauer seit der dritten Minute. Aber das muss man das sagen? Bin ich hier allein im Raum? Natürlich. Mit der Thematik? Muss man das sagen beim Kennenlernen? Nein, ich weiß gar nicht, ob es das Beste war, was ich... bei uns hat es funktioniert, aber... Die Frage ist, wer hat kein ADS? Das ist eine gute Frage. Ja. Also, und dann eben das Dritte war, eventuell geht es ins Ausland. Ja. Und sie hat bei allen Sachen gesagt. Sie hat gesagt, auweia. Ich liebe dich dreimal so sehr. Alex, ich liebe auweia. Dich. Alex, ich liebe dich. Das ist kein Problem für uns. Nee, sie hat dann gesagt, sie muss, oh Scheiße, siehst du, jetzt nicht, hast du mich durcheinander gebracht, jetzt habe ich Schritt 1 vergessen. Weil ich so tierisch oh, echt, die Pilze. Weil ich so tierisch echt wie deine Frau geklungen habe wahrscheinlich gerade. Ah. So, und dann hat sie gesagt, egal, ich mache... Sie hat trotzdem ja gesagt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, okay. Und dann kamen noch die ganzen Kinder dazu und so weiter. Und dann hat man gesagt, hier, hast du dein Fahrrad. Dann habe ich ewig mit dem Studium gebraucht. Ja, okay. Und sie war schon fertig. Ich habe ewig mit dem Studium gebraucht, okay. Weil es so ein großes, umfassendes Feld ist. Ja, und ich auch mit meiner Art zu studieren. Und kleiner Hinweis, mach die vorher mal nass, die Löffel. Ach so. Warum sagst du mir das denn ja, nicht? Ja, vielleicht hätte ich das mal sagen sollen. Naja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann, ich habe im Studium auch verschiedene andere Sachen nebenbei gemacht. Zum Beispiel? Mit einem Freund eine Firma gegründet, da haben wir so. Schürzen bedruckt. Oh, cool. Und T-Shirts. Und wir haben tatsächlich auch in Hamburg schon... neue Gottesdienst und Kirchen Sachen ausprobiert, weil ich glaube, dass Kirche oft so wie sie ist für die Leute uninteressant ist. Gehst du gerne in die Kirche? Nein. Siehst du? Aber dazu kommen wir gleich mal. Und das Spannende ist, wenn man andere, also das Spannende ist, ich war neulich in einer Sauna in Berlin und was für eine Sauna mit in zwei Berlin. Freunden. Ach du liebes Bisschen. Und sitz im Pool. In der Männersauna. Und plötzlich spricht mich eine Frau an und sagt, Mensch, ja, und keine Ahnung, und, was machst du denn? Ja, ich bin Pastor. Ach, da habe ich gleich mal viele Fragen. Das glaube ich gerne, ja. So, und dann verabreden mein Freund und ich uns im Dampfbad. Einfach so, ne? Entschuldigung. Ja, ja, okay. Geht in eine wilde Richtung. Ja, 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 ja. Ich weiß auch nicht, wie du da wieder rauskommst aus der Nummer, aber wir gucken mal. Ich komme im Dampfbad an, er ist nicht da, zwei Frauen sind da. Wir kommen ins Gespräch und sagt die eine, Mensch, Alex, könntest du mich nicht segnen? Und ich sage, im Dampfbad. Jetzt hier im Dampfbad? Wie mache ich das, ne? Naja, und dann habe ich gesagt, ja, wird das jetzt hier irgendwen stören, wenn ich für dich bete? Und alle so, nein, mach ruhig, das war halt relativ voll. Weißt du, ganz kurz, ich finde es gut, dass du dazu gesagt hast, dass du in Berlin warst. Weil nur da halte ich das für möglich. Aber gut, okay. Hast du mal eine spontane Segnung? Ja. Hast du einen Kollektebeutel rumgehen lassen? Aber das Spannende ist, nee, habe ich nicht. Und das Spannende ist, aber die Leute kommen nicht, ich wette mit dir, sie wären nie im Leben auf die Idee gekommen, jetzt irgendwo in die Kirche zu gehen. Um sich segnen zu lassen. Obwohl sie es gerne möchte. Mach doch mal vielleicht einen Gottesdienst in der Dampfsauna.
Ja, das ist genau der Punkt irgendwie. Das sagte Tim Lemke vor ein paar Jahren. Wir müssen die Kirche zu den Menschen bringen. Mhm. Also ja? Eigentlich, Pastor, dann hast du die da tatsächlich geweiht in der wen jetzt? In der Dampfsauna, die Tante. Ja, da. Ich habe für sie gebetet und sie gesegnet. Ruhig mal nass machen vorher die Löffel, nur noch als Idee. Ja. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Weißt du, weil wenn du so Kochschule hast, dann musst du das tatsächlich im Zweifel auch einfach 100-mal sagen. Aber es ist schön, also es fühlt sich nicht nach Schule an. Nur ich werde dafür normalerweise besser bezahlt. Ach so. Ja. So, mein Lieber, was soll ich hier sagen? In der Zwischenzeit, wo du hier in der Ecke gestanden hast, habe ich hier den ganzen Gnocchi schnell fertig gemacht. Danke. Danke. So, du hast mir noch einen Arbeitsschritt übrig gelassen. Du hast im Walde deines Amtes hast du hier tatsächlich gegnocchied. Ich brauche kurz einen Moment für mich. Ich habe mir einen Moment der inneren Ruhe gegönnt. Ganz kurz nochmal, Gottesdienst in der Dampfsauna, das wäre was für dich, meinst du? Hast du es denn echt gemacht? Hast du durchgezogen? Du hast sie echt geweiht? Ich habe sie, ja, also ich habe dann für sie, ich wusste auch nicht, also es gibt so verschiedene Formen von Segnungen und manchmal wollen die Leute, dass man die Hand auflegt und dann wusste ich auch nicht, weil sie saß ja nackig neben mir. Welches Körperteil? Genau. Ja. Ohne, dass es komisch rüberkommt. Erst links, dann rechts. Wie man das... Also es ist wirklich eine skurrile Situation gewesen, aber ich habe das ohne Hand einfach für sie gebetet. Gut, also Gnocchi sind soweit erstmal fertig, jetzt pass auf. Jetzt sehen die ja teilweise so ungleichmäßig aus. Ich genau. Weiß noch genau, das hier war meiner. ich sehe noch genau, das war meiner. Ich sage ja immer meinen Gästen, wenn es um so etwas geht, was ein bisschen Massenarbeit ist, dann sage ich immer so 300-400 Stück und dann hat man es auf jeden Fall drauf. Ja. Also insofern, ne? Jetzt mal folgendes, jetzt machen wir gerne nochmal die Hand einfach so ein bisschen nass und jetzt können wir mit der Hand nochmal so ein bisschen nachformen. Gucke mal. Und dann kriegen wir die teilweise auch wirklich so ein bisschen nochmal nachgerundet, nachgeformt. Wichtig ist natürlich, wie gesagt, die Hand so ein bisschen nass. Und dann kann man die einfach nochmal so ein bisschen... Es ist Handarbeit, ne? Das muss man wirklich sagen. So eine italienische Mutti, die macht das natürlich hier ohne weiteres irgendwie aus dem Handgelenk heraus. Wir Mitteleuropäer, wir brauchen ja. Da so ein bisschen. Aber guck mal, so kann man die nochmal so ein bisschen nacharbeiten, noch so ein bisschen nachformen, nachrundeln. Ich geh mal um dich herum. Ja genau, pass mal auf, ich nehme den Teller hier, du machst den Teller da drüben. Und dann müssen wir uns mal langsam noch um die Pesto kümmern. Ich habe ja... Die Pesto? Die das? Pesto? Also für mich ist es die Pesto. Die Pestos? Um die Pesto? Ja. Der Pastor. Die Pesto, der Pastor. Die Pesto des Pastors. Auch schön. Das wäre doch auch ein schönes Kochbuch. In dem Zusammenhang, das wollte ich dir vorstellen. Ja, wollen wir mal ein Kochbuch schreiben? Ein Kochbuch schreiben? Ja, ein KI-Kochbuch wäre doch vielleicht. Das ist total im Trend, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ja, da braucht man nur was eingeben. Avocado und Erdnüsse zum Beispiel. Und dann wird's was. Dann macht die KI den Rest. Können wir das dann verkaufen, auch über die Kirche? Klar. Über Weltbild? Klar. Das wäre doch was. Weltbild, solange wir die Erlöse spenden. Talia oder wie auch immer. Ja, wir finden da schon einen uns? Verein. Genau, wir finden dann schon einen Verein, den wir... An TV38. Das ist doch eine gute Idee. Das ist auch eine gute Sache. Also guter Verein auch vor allen Dingen. Da kann man wirklich sowas machen. Glaubst du, also nein, andersrum, ich glaube, dass es an der Zeit wäre, für die Kirche mal deren, du willst gerade was Ruhiges erzählen, kann ich nochmal ganz kurz vorher eine Frage stellen? Ja, mach mal. Eigentlich nicht. Guck mal gut. Hier, die Nocci sieht blöd aus, weil ich da jetzt Löcher reingemacht habe. Hast du da mit der Gabel reingestochen? Okay. Ja, ich habe probiert hier, ich kriege diese... Struktur von dir nicht. Ja, die machen wir noch so ein bisschen. Guck mal, die popeln mir noch so ein bisschen nach und dann musst du ganz vorsichtig. Guck mal. Vielleicht auch ein bisschen nachgezogen jetzt. Die ist so ein bisschen wappelig, ne? Ist ein bisschen von der Struktur her. Sieht so ein bisschen wie beim Wiederbeleben. Aber ganz ehrlich, also ich. Wir haben jetzt auch schon drei mit und den Rest lassen wir einfach ohne. Okay. Und dann also, sind es trotzdem noch. Du wolltest eine wichtige Frage stellen. Naja, wichtig ist sie nicht, aber ich glaube, es ist für die Kirche mal an der Zeit, vielleicht das musikalische Angebot, was man so hat, vielleicht mal zu überarbeiten. Ja. Vielleicht sollte sich man da mal einfach an so einen coolen Künstler wenden, vielleicht so ein, weiß nicht, so ein Dieter Bohlen oder so, und mit dem nochmal über so ein Remake des einen oder anderen Gesangliedes. Also wir haben Danke bei uns, dem Herrn zum Beispiel oder keine Ahnung, was gibt es denn da noch so für Lieder? Ja, ich habe gerade letzte Woche einen Remix, einen Techno-Remix zugeschickt bekommen. Ja, sowas zum Beispiel, genau. Von Maria mit einem Dornkranz ging. Aha. Der war ganz schön heftig. Okay, nee, nichts Heftiges. Das soll schon durch alle Altersklassen durch funktionieren. Aber auch gut. Wir haben tatsächlich bei uns ja drei Gottesdienste am Sonntag. An einem Sonntag? An einem Sonntag. Junge. Und wir haben im zweiten, wo so um die 600 Leute sind.
Haben wir tatsächlich ganz andere Musik. Ach. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wie du sagst, ein Schlüssel. Ja, vielleicht mal, weiß ich also, nicht, Helene Fischer mal fragen, ob die nicht Lust hätte, mal so eine Überarbeitung zu ich machen. Ich habe ja mal für das Yvonne Katterfeld ein Lied geschrieben. Du hast für Yvonne Katterfeld ein Lied geschrieben? Wurde leider nicht gekauft von Sony, aber war in der Auswahl. War ganz witzig. Was hast du eigentlich noch nicht gemacht, ist ja die große Frage. Aber gut, mit 65. Notchi. Mit 65. Notchi, aber Notchi hat er nicht gemacht. Mit 65 kann man das ja durchaus mal machen. So, jetzt kommt das hier mal zum Einsatz, mein Lieber. Das hier ist unser Yaki. Standpüriergerät. Hier brauche ich jetzt erstmal einen ordentlichen Schwung Olivenöl drin. Kannst du mal ein bisschen hier was von dem Rucola dazu geben? Achso, ich dachte Olivenöl. Nee, Olivenöl mache ich jetzt hier mal so ein bisschen. Ja, machen wir ruhig noch so eine Hand. Wir haben ja 600 Gnocchi. Der fühlt sich sehr, sehr gut an, der Rucola. Ja, der ist schön weich, ne? Schön weich. Ich achte auch immer drauf, dass ich... Kann ich mal eins noch essen? Ja, ess mal. Einmal snacken. Übrigens ein Top-Fettverbrenner. Ja? Ja, also im Vergleich zu anderen... Dann esse ich gleich noch mehr. Salaten. Ja, vielleicht solltest du den restlichen Teller aufessen einfach. Danke. Das Schöne ist, wenn er aufgegessen ist, bleibt für mich nichts mehr über, dass ich noch was essen müsste. Junge, Junge, Junge. So, unseren Bärlauch. Bärlauch habe ich auch gehört, ist ein guter Fettverbrenner. Wir erinnern uns... leider gefroren. Egal, das haut ja mit durch. Guter Standpürierer erkennt sich dadurch, dass man den mit durchknallen kann, den Löffel. Parmesan, gerne. Darf ich mal kurz fragen? Die Hälfte. Du machst als erstes ins Pesto Öl und Grün. Du machst alles zusammen rein alles und ziehst zusammen es. Ziehst es ja. Also dem Püriergerät geschuldet, geht das? Aber ich mach noch ein bisschen Öl. Ich möchte noch sehen, wie der Fisch schwimmt. Oh, ist der lecker. Mhm. Kannst du das Gerät vielleicht noch etwas näher holen, unser Standpüriergerät? Ja. Oh. Genau, so ein bisschen vielleicht, genau, wollte ich gerade sagen, das geht schon ganz gut. Und jetzt ist wichtig, den Deckel, den darf man nicht vergessen. So, und jetzt können wir im Prinzip starten. Here we go. Was ist denn dein Lieblingslied von Helene Fischer? Ich kenne die gar nicht, die Lieder tatsächlich. Also ich bin auch nicht so drin. Atemlos. Guck mal, schön! Noch ein bisschen Öl vielleicht. Aber riech mal, riech mal, es riecht wahnsinnig gut. Die Frische vom Rucola, die Abgestandenheit vom gefrorenen Bärlauch. Die Nussigkeit. Die Nussigkeit vom Parmesan. Und Parmesan. Schon mal Pesto zu Hause gemacht? Ja, öfter. Wir haben, ich hab mal so einen Trick. Wie bitte? Was? Hä? Ich hab mal... Was? Hört man mich trotzdem? Nein! Ja? Wie bitte? Amen. Ich hab mal, Hier gibt's immer was zum Beten. Komm in die Kirche. Wir haben mal Basilikum angepflanzt. Und ich habe diesen Trick ausprobiert mit, ich schneide den Basilikum ab und pflanze ihn wieder an. Ja. Und dann hatten wir unfassbar viel Basilikum. Okay. Und du sollst das vielleicht nicht aufessen. Viel, ne? Du sollst das mal probieren und nicht aufessen. Junge, Junge, Junge. Wir haben 500 Aber es ist ein Gnocchi. Fettverbrenner, ne? Mhm. Ist ja drin. Bist du in der Lage, im Kopf kulinarisch Dinge zu kombinieren. Ich stelle mir jetzt schon den Champignon drin vor und die Tomate, und das kann ich. Mhm. Und dann habe ich den Geschmack auf der Zunge. Das ist total abgefahren, aber es hilft einem, gerade wenn man so Rezepte kreiert und so weiter. Mhm. Warte, jetzt ist noch die Gnocchi bei. Oh, lecker. Du ganz kurz mal. In einer gewissen Weise bin ich das auch, aber ich war gerade an dem Punkt, dass ich für mich nicht ganz rausgekriegt habe, was ist der Pinienkern und wo fängt der Bärlauch an. Aber das ist ja bei einer Pesto nicht schlimm, deswegen püriert man ja alles. Ja, ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Also, aber so es ist sau lecker. Aber das ist ja schon mal gut. Das ist auch ein guter Hinweis für den Zuschauer, dass du noch hinterher schnell sagst, ist lecker. Sonntagmorgens, ich stehe auf. Ja. Wann gehe ich zum Gottesdienst? Wie du willst. Wir haben einmal 9.30 Uhr. 9.30 Uhr, so früh schon. Dann für ausgeschlafen 11.30 Uhr. Okay. Und in der Sommerzeit ab 18 Uhr. Gottesdienst. Nochmal einen spätabends. Genau. Macht ihr auch weil die anderen sonst zu voll sind. Oh. Also macht ihr auch welche draußen?
Ja, im Sommer machen wir immer einen draußen. Aber das bedeutet ja auch zugleich, dass man gar nicht unbedingt die Probleme hat, die Leute in die Kirche zu kriegen, weil offensichtlich scheint zumindest zum Gottesdienst immer was los zu sein. Oder reden wir nur von Weihnachten im Sommer? Nee, also bei uns ist wirklich, an Weihnachten ist natürlich super viel los. Ja, klar. Überall. Ja, natürlich. Meinst du? Und ich weiß gar nicht warum, aber bei uns ist sonst auch viel los. Meinst du, es liegt an dir? Nee. Schade. Trotz mir. Na gut, mir. Dann halt nicht. Also es war auch vorher schon voll. Ich glaube, es war vorher schon voll und meine Projektstelle ist tatsächlich mehr wirklich zu gucken, was sind Bedürfnisse in der Stadt, Nöte in der Stadt und zu gucken, wie können wir sozusagen dem entgegenwirken, was viele Organisationen haben, dass man irgendwann anfängt, sich um sich selbst zu drehen. Okay. Und ich glaube, du machst was Ähnliches mit der Kochschule, wo du sagst, hey, ich erweitere den Horizont. Klar, immer. Und im Prinzip bei uns, wir könnten ja jetzt nicht jeden Sonntag zu dir kommen und mit dir kochen üben. Aber Ich probiere daran zu arbeiten, dass man quasi einen Blick nach draußen kriegt. Du kannst im Gottesdienst ja auch nicht jeden Sonntag das Gleiche erzählen. Nee. Dann würde auch keiner mehr kommen tatsächlich. Also dann würde man wegen dir nicht mehr kommen. Ja. Aber dann trifft man die Leute in der Dampfsauna wieder, die da nicht kommen. Das ist auch das Spannende, weil im Prinzip sind ja die Kernaussagen, dass Gott uns liebt, ist ja im Prinzip jeden Sonntag das Gleiche. Natürlich, aber und die Frage ist, wie man es sozusagen erzählt, dass es dann wieder im Herzen irgendwo ankommt. Amen. Jetzt kommt er wieder. Jesus. So, machen wir nochmal alles klein hier. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt rückwärts. Wir wollen mal weiter nicht. Es gibt noch. Was? Wie? Wie heißt das auf dem Jahrmarkt immer? Ja, wie sagt man denn da immer? Alter, ich hab's gerade genau von deiner Tonart im Kopf. Der Wahnsinn. Aber ich krieg's nicht hin. Nicht so schlimm. Okay, aber dann kann ich ja im Prinzip 9.30 Uhr zu dir zum Gottesdienst gehen und danach gehe ich entspannt ins Café Bruns zum Spätaufsteher. Oder andersrum. Wie lange gibt es Frühstück bei euch im Café Bruns auf dem Sonntag? Also unter der Woche, als wir losgelaufen sind, haben wir es den ganzen Tag gemacht. Oh, echt geil. Und aber wir haben es jetzt nur noch bis 16 Uhr. Nur noch bis 16 Uhr. Und am Sonntag haben wir bis 14 Uhr, 14.30, 15 Uhr vielleicht noch. Ich kriege jetzt wieder Ärger von der Köchin. Aber reicht auch völlig aus. Eigentlich schon, ne? Also bin ich völlig bei. Also ist ja schon 2 Stunden mehr, als manch andere hat tatsächlich, ne? Jetzt zieht das Wasser nur noch, es sprudelt, nicht? Genau, ich werde es noch mal ganz gerade ein bisschen, aber ich glaube, man erkennt gut, es gibt eine ordentliche Dampfsauna hier drin, also Grund genug, um dich, für dich, mich zu weinen, wenn man so möchte, aber ja, genau. Das Café Bruns macht aber nicht nur Frühstück auf den Sonntag, es macht nicht nur Kaffee, also es gibt doch wahrscheinlich auch Kuchen. Kuchen, wir backen alles selbst. Ja. Ich hatte auch am Anfang die Idee, die Bagels selbst zu backen. Das ist aber schon herausfordernd, okay. Ja, und dann haben andere aus dem Team, ich habe immer verrückte Ideen. Ja, glaube ich gerne. Ja, ist so. Ja, aber so ist es auch als Hobby-Gastronom und Vollzeit-Theologe. Genau, wir hatten ja alle keine Ahnung von Gastronomie. Ehrlich? Also nicht tatsächlich? Nicht einer. Okay. Deswegen haben wir auch immer die Sachen so gemacht, wie wir gedacht haben, wie man es macht. Und bis irgendwann ein Gast gekommen ist und gesagt hat, okay, das schmeckt echt scheiße. Wir haben dann selber gemerkt, scheiße, also gerade wenn dann, also unser Chai Latte zum Beispiel, besteht aus 6 Bausteinen. Echt? Okay. Oder 7 sogar. 7? Und inzwischen sind 7, vorher waren es nur 6. Naja, er ist gewachsen. Er ist gewachsen. Wie der Fisch. Okay. Nach dem Angeln. Kann ich dir zureichen? Du machst ja sowieso bis jetzt auch gar nicht so super viel, dann behalten wir das ruhig weiter, das Konzept. Ich habe die auch noch nie gemacht, die Nocci. Ja, das weiß ich ja inzwischen. Toll. Aber die sehen schon richtig lecker aus. Ja, auch wenn die Hälfte der Nocci hier am... Ja, ich glaube, es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn sie noch ein bisschen trockener gewesen wären, aber sie werden trotzdem lecker werden. Mehr Mehl oder den Teller vielleicht bemehlt? Ja, Mehl, vielleicht noch ein bisschen Grieß dazu. Aber du, alles okay. Die Pesto wird's richten. Ich bin großer Pesto-Freund. Genau, also beim Chai Latte hatten wir den Fall, dass jemand, der früher in einem anderen Café gearbeitet hat und dann bei uns in der Leitungsposition eingestiegen ist, gesagt hat, was habt ihr euch dabei überlegt? Der hat 14 Bausteine, ihr habt nur 8. Nee, weil normalerweise im Café in Berlin ist es so, dass du so ein Pulver hast, und das schäumst du mit Milch auf und völlig fertig. Richtig, dann hast richtig. Du ein Glas, einen Löffel, einen Teller. Ach, das sind alles schon Bausteine. Okay. Sozusagen. Ja. Bei uns ist es ein Gläschen Honig, eine Uhr, ein Gläschen für die Uhr.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Kännchen, ein Teebeutel, den wir selber stopfen. Ach Gott. Dann ein Gläschen Milch. Für 13 Euro und Teller. Dann völlig gerechtfertigt. Wir hatten immer 3,80. Da meinte er, Alex, das geht so nicht, wir müssen den Preis anheben. Oder die Bausteine abarbeiten. Oder die Bausteine, aber wir haben gesagt, Bausteine können wir nicht ändern. Die Leute lieben den Chai Latte. Verständlich. Und wenn du die erstmal rangeführt hast und jetzt auf einmal anfängst mit einer deutlich schlechteren Qualität, ist das ja auch wirklich nicht besonders hilfreich. Ja. Das ist halt ganz witzig, wenn du sagst Qualität, weil im Prinzip müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass gerade in der Gastronomie und gerade Gastronomen sozusagen eher Qualität reinbringen als ein Laie, aber Masse. Masse, kalkulatorisch auch gesehen, ne? Und das wundert mich immer wieder. Also wir sind ja auch im Catering- und Bereich unterwegs und ich wundert mich immer wieder, ich möchte das jetzt nicht runterspielen, aber also wie man die Leute beeindrucken kann, wo ich denke, okay, aber ich mache doch jetzt hier eigentlich nur also ganz normales Zeugs und die Leute sind einfach mega begeistert. Und das bedeutet für mich aber auch gleichzeitig, dass einfach die teilweise so, so schlecht bewirtet worden sind in den letzten Jahrzehnten teilweise. Dass sie sich daran gewöhnt haben. Dass sie sich daran gewöhnt haben und jetzt über alles das, was ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht, total das Highlight ist für die. Ja. Ne? Aber gut, so ist das dann halt und das nehmen wir natürlich dann gerne mit. Aber wie gesagt, im Endeffekt mache ich ja eigentlich nur das, was ich vielleicht wir auch haben mal noch irgendwann... Einen. Ja, aber ich glaube, es reicht erstmal hier drin. Das, was ich vielleicht letztlich irgendwann mal einfach in der klassischen Gastronomie in der Ausbildung gelernt habe. Und damit bin ich auch völlig fein. Ich kann einen Kaffee trinken kommen, ich kann einen Kuchen essen, ich kann frühstücken. Und ich habe mal ein ganz, ganz klasse Projekt gehört von euch und das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe es leider nie geschafft. Ich würde aber mal interessieren, ob es das noch gibt. Und ich glaube, das hieß Brot und Salz. Brot und Butter. Brot und Butter hieß das. Mhm. Wahnsinnsidee. Also ihr stellt Butter, ihr stellt Brot. Und Wasser. Und Wasser. Und die Leute kommen einfach vorbei mit dem Aufschnitt ihrer Wahl, wenn sie denn wollen. Genau. Und alle sitzen zusammen an einer Tafel und schnacken. Mhm. Mega Ding. Also, und ich bin jetzt total auch sehr geil. Schüchtern, zurückhaltend, introvertiert, herzkrank, sensibel. Mhm. Und deswegen habe ich mich da gesehen, einfach um mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen und mit wildfremden Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich habe es aber leider nie geschafft. Gibt es das Projekt noch? Also, wir haben das angefangen und es ist total explodiert und dann kam Corona und wir mussten es einstellen lassen. Verstehe. Oder einstellen. Ja. Und das Problem ist ja, solche Sachen brauchen auch immer im Team irgendwie eine Bewegung so, dass du halt voller Leidenschaft, gerade weil wir es irgendwie so gemacht haben, dass das halt, das ist für uns jetzt kein Geschäftsmodell. Ja, ja, natürlich, das auch. Ne? Und dann brauchst du immer Leute, die Bock haben, das mit umzusetzen. Und weil wir es halt ehrenamtlich gemacht haben. Verstehe. Mhm. Und gerade hängen so ein paar andere Projekte in der Luft und eigentlich wäre es geil, das wieder zu machen. Das ist eine mega Idee tatsächlich. Und ich glaube, das sind sicherlich super interessante und kulturell auch super verbindende Veranstaltungen gewesen. Also so stelle ich mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn vor. Ja, ist so. Ich verstehe das, wenn ihr sagt, okay, gut, das ist eine coole Nummer, aber wir verdienen damit einfach schlichtweg kein Geld. Das ist jetzt nicht, also ich glaube, das Problem ist halt gerade deshalb, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, im Schichtplan XY macht jetzt Brot und Butter. Ja. Sondern wie vieles bei uns läuft halt einiges sozusagen einfach auf freiwilliger Basis. Mhm, und wo wir dann eben gesagt haben, okay, wir, genau. Aber also wer hat Bock drauf und der macht es dann tatsächlich auch. Die letzten Male haben wir es tatsächlich mit Caro gemeinsam gemacht. Ja. Die das Feeds leitet. Mhm. Also auch kaffeeübergreifend. Ja. Und ich denke auch, wenn jetzt das Wetter wieder schöner wird und... Ja, man kann es ja auch beschränken. Dann starten wir wieder. Man kann es ja auch beschränken auf viermal im Jahr oder irgendwas und weiß nicht, stellt dann halt Termine online, wo man sich vielleicht auch direkt mit einbuchen muss oder so. Und ganz ehrlich, ich würde es überhaupt nicht schlimm finden, wenn man sagt, okay, gut, pass auf, um einfach auch die Sicherheit zu haben von Leuten, die kommen, wir nehmen da jetzt einfach mal 2 Euro für. Und könnte man auch machen. Das ist eine coole Nummer bei euch, es ist eine gemeinnützige Geschichte und ich glaube, 2 Euro hat jeder dafür über. Und nochmal, man kriegt Wasser, man kriegt Brot, man kriegt Butter. Wir haben gutes Brot gehabt. Und die Butter ist ja auch schon teuer geworden inzwischen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber die Idee fand ich einfach so mega geil. Und also die Dynamik ist richtig losgegangen, als wir das hatten, dass es jede Woche stattgefunden hat. Genau, mittwochs, glaube ich. Genau, weil dann haben nämlich immer die Leute irgendwelche Freunde mitgebracht. Natürlich, das ist ja ein Selbstläufer. Und plötzlich saßen wir mit 30, 40 Leuten dann in diesem kleinen Raum zusammengefercht an diesen Tischen. Mhm. Und dann hat irgendjemand einen Syrer was mitgebracht. Und natürlich. Dann
teilt man ja auch mal. Und es kommen dann so geile Sachen, die man noch nie gegessen hat. Ja, ja, voll. Genau. Ich habe meistens einfach 2 Flaschen Wein mitgebracht. Also nicht da haben sie alle gefreut. Nicht nur Brot, nicht nur Butter, sondern es gab auch Wein. Auch okay. Abendmal. Alles Klärchen. Du mal ganz kurz mal lieber. Also wenn die ich schwimmen jetzt auf, weil da hatte ich nämlich am Anfang Skepsis. Ich habe hier meine wieder gefunden. Ja. Die zeige ich mir ganz kurz. Guck mal hier. Das gibt's doch nicht. Und ich finde, die hat sogar ein richtig schönes kleines Muster drin. Ne? Ja. Also man sieht die tatsächlich sogar noch ein bisschen. Also diese klassische Gnocchi-Muster. Genau, wir müssen uns aber hier auch ein bisschen runterschrauben, damit wir die jetzt nicht anfangen zu kochen, weil dann laufen wir wirklich Gefahr, dass sie uns kaputt gehen. Aber im Großen und Ganzen. Das heißt, die ziehen bei, keine Ahnung, 90, 85 Grad? Ja, so in etwa. Ja, ja, so in dem Dreh würde sich das jetzt belaufen. Bis sie auftreiben? Genau. Ich würde jetzt sag mal, dann sind sie fertig. Raus. Ja, dann sind sie fertig. Zwiebel nochmal, die Champignons hier nochmal letztes Mal reinretten. Und dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer und Salz drauf. Ich hätte vorhin bei den Champignons schon ein bisschen was drauf gemacht. Aber die Pilze sind ja solo. Und danach so hinter mir schon mal Pilze greifen. Auch hinter salzen, ne? Da sind, ja, da sind die beiden, nee, ich hätte gerne die beiden Teller. Oh, eine Kochtomate verloren. Hast uns extra einen kleinen Teller rausgesucht? Genau, ich habe uns extra kleine, ich habe ja ungefähr geahnt, dass wir hier 25.000 Gnocchis machen. Du kannst ja nur noch in Großgebinden kochen, was ja auch auf deinen Familienstand zurückzuführen ist. Wenn man natürlich 4 Leute zu Hause hat, dann ist das halt nun mal so. Bist du ein großer Pesto-Freund? Ja, sehr, sehr großer Pesto-Freund. Das freut mich. Weil dann machen wir Folgendes. Dann holen wir hier mal die Gnocchis jetzt raus. Weil wir essen mal eine Probe. Die kann man auch noch mal anbraten, aber ich finde sie auch. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie so schmeckt. Die kann man im Zweifel natürlich auch noch mal anbraten, aber ich glaube, das passt schon so. Die Kartoffel ist ja schon gekocht, das ist das Schöne. Probier du mal, ich schwenke noch. Mm. Passt es? Mm. Salz fehlt, oder? Mm. Salz kann es noch haben, kommt ja gleich durchs Pesto, man schmeckt den Grieß. Wir lassen sie noch einen Moment ziehen, oder? Genau, da gibt es halt 2 Lager, ne? Mit Grieß und ohne Grieß, aber ich glaube, also ich finde schon, also schmeckt intensiver und ein bisschen hat ein gutes Aroma. Ja, hat ein gutes Aroma. Ich finde sie auch mit Grieß tatsächlich deutlich besser. Ich will so ein bisschen Pesto oben drauf machen. Und die Idee ist aber, dass wir die Gnocchis jetzt einfach da drin so ein bisschen schwenken gleich. Wie eine Pasta, italienisch. So ein bisschen genau wie so eine Pasta, genau. Das Pesto sieht fantastisch aus. Und dann war die Idee, dass wir noch so ein bisschen Pesto dann oben drauf auf die Pilze machen. Und damit, glaube ich, passt es. Ja, gut, das kannst du ja gleich nochmal auslecken, wenn du möchtest. Da kocht was rein. Krieg ich hin. Ja, glaube ich auch. Da ist unsere Pesto. Lecker mal lecker. Also das Brot und Brot und Butter, das wollt ihr unter Umständen wieder einfügen. Wenn Anna Lust weißt hat. Du, wir haben immer viele Projekte. Ja, klar. Und wir haben jetzt angefangen mit Rösten und solchen Sachen. Ja. Kann man den eigentlich kaufen, den Kaffee? Den Kaffee, ja. Kann man kaufen. Und was kostet da so ein Kilo? Kilo? Das hängt davon ab, wie gut man also, sich kennt. Nee, die Mitglieder in der Kirche kriegen es günstiger. Auch das nicht. Aber das wäre wieder, einzusteigen in die Kirche. Ja, wobei das dann ja, also ist eins der Probleme für mich bei Kirche, dass es immer dieses Innen- und Außendenken gibt. Aha. Und ist das nicht überall? Das probiere ich immer aufzubrechen. Entweder du hast eine Payback-Karte oder halt nicht. Ja, ja, genau. Happy Digits und wie sind die also teurer ist halt die 250-Gramm-Packung. Im Kilo kostet er ein bisschen über 30 Euro. Ah, okay. Ja gut, aber ist der Standardpreis. Ja. Das ist ja erstmal Standardding, sagen wir es mal vorsichtig so. So, pass auf. Die holen wir jetzt hier raus. Genau, also von der Konsistenz sind die jetzt recht weich. Ja, ja. Super lecker. Super lecker, bisschen weicher. Und ich habe sie, glaube ich, einen Ticken zu groß gemacht, kann das sein? Ist ja dein Rezept. Die sind nachgezogen. Die sind im Wasser, ziehen die überraschenderweise immer so ein bisschen nach. Jetzt muss ich gucken, dass mir das jetzt hier nicht zu breiig wird tatsächlich. Wir quetschen die so ein bisschen durch. So, guck mal. So sieht das gut aus. Jetzt nehmen wir die hier wieder raus. Hoppala. Jetzt gnotschen die hier so ein bisschen rum. Ah, der Löffel ist nicht so das richtige Instrument dafür. Was brauchst du? Eine Schale Heißwasser? Schöpfkelle. Schöpfkelle ist hier das Zauberwort. Hier, guck mal, die hängt hier gerade drin. Nehmen wir die doch mal raus hier. Oh, die ist, glaube ich, auch durch die, ein bisschen, weil sie aus dem Wasser kommt, vielleicht ganz geil. Ein bisschen vorgeheizt, ja, genau. Guck mal, Schöpfkelle hier, zack, schöpfen wir die mal raus. Zwischendurch noch ein bisschen Pesto, Pesto ins Pesto-Wasser rein. Also ich finde, die können sich zumindest optisch erstmal sehen lassen. So,
Guck her hier. Ab Montag im Café bei uns. Ist das, gar kein Fall. Ist das so? Nein, ich glaube. Aber es ist tatsächlich, ist es ja jetzt. Es wäre schon eine geile. Eigentlich wäre es cool, wenn du mal zum Kochen zu uns kommst. Wir machen Samstagabend, wo man das dann nachessen kann. Es ist ja. Es ist ja gerade Bärlauchzeit. Es ist ja absolut vegetarisch auf jeden Fall. Vegan nicht. Durch ja, die es hängt vom Parmesan ab, ne? Aber du hast einen ohne. Oder hast du mit. Wie heißt es denn? Beim Einkauf nachfragen, ob der mit oder ohne Leib ist hier. Da gibt's genau Lab. Lab, genau. Warte mal, wir müssen noch. Ach ja, genau, ein bisschen Pesto haben wir gesagt, machen wir noch oben drauf. Kommen wir mal einen kleinen Schwung oben drauf. Wollen wir noch ein bisschen was vom Rucola noch dazugeben vielleicht? Ich habe gehört, das dann ist ein Pfefferbrenner. Weißt du, was wir machen? Wir machen das ganz anders. Wir nehmen noch so ein bisschen von dem Rucola, den marinieren wir noch so ein bisschen in der Pesto, dass er nicht ganz alleine daherkommt. Haben wir so ein bisschen noch mal hier durchmariniert. Hier so ein bisschen. Wollen wir noch ein bisschen oben drauf ein bisschen was von der Dings drauf machen? Von der. Parmesan? Ja? Mhm. Gut. Meine Fresse, ey. Alter. Jetzt kriege ich auch Hunger. Du kannst schon verstehen, warum ich das Rezept mitgebracht habe. Ja, ne? Voll. Voll. Also tatsächlich habe ich mir das so ein bisschen so vorgestellt. So hast du dir das was vorgestellt? Richtig Leckeres wird. Und du nicht und dachte auf, was habe ich denn Bock? Ja, nein. Ich habe Gnocchi halt noch nie selber gemacht. Und wird's in einer deiner absoluten Lieblingsgerichte? Aber so wie sie gerade da aussehen und wie sie auch gerade schon geschmeckt haben, denke ich, passt es. Ich bin demnächst verpflichtet, in allen möglichen Freundeskreisrunden. Kann man die Teller bei dir kaufen? Die kriegst du in der Metro. Kriegst du die auch in der Metro. Also, die bei mir? Ich verkaufe sie dir auch gerne fürs Doppelte, aber hätte ich vielleicht ein schlechtes Gefühl. Was für ein Essinstrument möchtest du haben? Ein Löffel, ein Gabel, ein Messer? Gerne eine Gabel. Eine Gabel. Gut, dann nehme ich auch eine Gabel. Stäbchen? Hätte ich auch da. Müssen wir dann in diese Region gehen hier? So, du kriegst Stäbchen. Du hast ein Stäbchen. Letztes Wort war ein Stäbchen. Du kriegst Stäbchen, ich nehme eine Gabel. Ich glaube, ich nehme doch lieber eine Gabel. Na gut, sind okay. Das die gleichen? Ja, ne? Das sind die gleichen. Ich glaube, das sind die gleichen Gabel. So, Tellerchen. Du kriegst das Schönere. Ich krieg das nicht so Schöne. Weißt du, was wir bei uns machen, Alex? Wir hauen quasi mit dem Gabelrücken an Gabelrücken und dann machen wir so einen Prost quasi oder so einen guten Appetit. Ja, wir machen dann so ein gesegnetes Essen. Gabelrücken an Gabelrücken. Hm. Gesegnet ist es jetzt schon. Klar. Prost, guten Appetit, mein Lieber. Wir haben ja Dampf. Wir haben Dampf, ja, stimmt, das ist wie in der Sauna. Schönen Dank, dass du mein Gast warst. Tolles Gericht auf jeden Fall. Also es ist jetzt am Ende des Tages eines der hübschesten, die wir, glaube ich, je gemacht haben. Und du hast es angerichtet. Ja. Ja, also gedanklich zumindest, so muss man es wohl sagen. Würdest du wiederkommen, angenommen, wir würden dich nochmal anrufen und du hast ja vormittags den ganzen Tag Zeit, so als Pastor erstmal eh was. Ja, eigentlich tun, ne? Von Montag bis Samstag. Immer Zeit, nur sonntags wird schwierig. Sonntags, vormittags kriegen wir dich nicht ran, sagst du. Würdest du wiederkommen? Na, also es ist echt schlimm, aber hatten wir vorhin ja schon besprochen. Klar, ich hätte halt nochmal richtig Bock, weil du ja auch Grillschule machst. Und wie sagt man, Grillkurse? Ja. Ich hätte richtig Bock, nochmal was mit dir zu grillen. Zu grillen. Dann sollten wir das vielleicht mal mit, vielleicht also, für die Sommermonate. Ja. Wenn wir draußen ein bisschen aufbauen und so weiter. Aber dann grillen wir vielleicht, jawohl. Ich würde sagen, wir naschen das mal weg. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, nächstes Mal wieder dabei sein, wenn wieder eine neue Ausgabe Koch mal auf uns wartet. Kulinarische Grüße in die Wohnzimmer, nach Hause oder wo immer man es gerade gucken möchte, wenn man so möchte. Und in dem Zusammenhang, guten Hunger. Guten Appetit. Die Woche 30. Geht auf Sendung. So, lass uns das mal weghauen hier. Vielleicht schmeckt das ja gar nicht. Doch, ich glaube schon. Boah, hier mit den Pilzen. Wenn die übrigens zu weich werden zu Hause, einfach nochmal anbraten. Hat es ja schon gesagt.